Servus meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück bei Shisha Taster. Ich habe heute an meiner Seite den lieben Tim von Shishaya. Der hat uns auch ein bisschen was mitgebracht, einen kleinen Koffer, aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, stell dich erstmal vor, wer bist du eigentlich? Also wie der Eugen schon gerade gesagt hat, ich bin der Tim von Shishaya. Ich bin mehr oder weniger der ganze, der Kopf, der hinter der Firma steckt. Also ich bin der Geschäftsführer. Bringe auch die meisten Ideen rein. Klar, es kommen auch von anderen, von Endkunden kommt natürlich auch immer mal was hier, kann man das nicht umsetzen, blablabla. Das ist auch immer schön, Gottes Wille, wir wollen ja auch den Endkunden eine Freude machen. Die Leute sehen das dann auch, aber krass, die haben das umgesetzt, was ich denen eventuell mal gesagt habe. Manchmal geht es nicht so. Shishaya gibt es seit April letzten Jahres. Der erste offizielle Auftritt war auf der Shisha-Messe in Frankfurt. Davor halt so ungefähr 1,5 Jahre Entwicklungsphase gehabt, weil wir halt gesagt haben, wir bringen nur Sachen auf den Markt, wo wir wirklich zu 100% hinten dran stehen können. Und das war dann der Fall in dem Moment, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt 3 Produkte. Wir haben eine kleine, mittlere, große, die Kylie, die Taylor und die Naomi. Und dann haben wir gesagt, wir können zu 100% in dem Produkt stehen. Das redet für sich selber, wir brauchen noch nicht mal irgendwie großartig was darüber erzählen. Haben die meisten Leute auch zugestimmt, also die kamen immer und haben gesagt, hier, boah, erzähl mal was hinterher. Dann haben wir gefragt, habt ihr schon mal damit geraucht? Wenn nein, tut's erstmal. Wenn ihr dann Fragen habt, kommt zu uns. Wir erklären euch die Pfeife, wir sagen euch nochmal genaueres drüber. Wie das Ganze überhaupt entstanden ist, also ich bin leidenschaftlicher Shisha-Raucher. Ich habe früher halt mit anderen Pfeifen geraucht, wo öfters mal was kaputt gegangen ist. Es gab keine Ersatzteile etc. pp. Und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich komme aus der Materie, ich bin gelernter Feinberg-Mechaniker. Lass doch mal einfach eine eigene Pfeife machen. Und so hat das Ganze angefangen. Also wie gesagt, 1,5 Jahre Entwicklungsphase, bis das alles so gepasst hat von den Durchmessern, von den Längen. Ja, wie ist das Volumen im Glas? Wie ist das Ansprechverhalten durch eine längere Rauchsäule, kürzere Rauchsäule? Da steckt so viel dahinter. Also manche Leute sehen, okay, eine Pfeife muss so und so groß sein, den Durchmesser, fertig. Ja. Aber was da für eine Materie noch dahinter steckt? Mit dem Volumen im Glas und alles andere, das ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich habe hier die Kylie 350 getestet gehabt, Leute. Wer das Review noch nicht dazu gesehen hat, ich habe das mal hier oben alles verlinkt. Unten in der Videobox verlinke ich auch mal Shishaya Facebook-Seite, Internetseite. Wo kann man eure Pfeife jetzt allgemein kaufen? Bei uns im Shop einfach auf shishaya-shop.de gehen. Diverse Auswahl, ja, ob Mundstücke, Glasmundstücke, wir haben ein Kooperationsmundstück mit Daeon jetzt rausgebracht, das ist da auch, die kompletten Pfeifen, ihr kriegt wirklich alle Ersatzteile bei uns, ja, also ob das eine Kugel ist, ob das eine Feder ist, das ist egal, was ihr wollt, ihr kriegt das, ja. Und ich habe ja schon letztes Mal im Video, im Review gesagt, das Ganze könnt ihr euch ein bisschen zusammenstellen, was kann man sich da alles zusammenstellen? Ihr könnt euch verschiedene Carbonfarben von der Rauchsäule, von den Mundstücken, es gibt Blaucarbon, es gibt Rotcarbon. Wir haben jetzt auch noch eine neue Carbonfarbe mitgebracht, werden wir später auch mal, denke ich, vorstellen. Sehen wir dann. Blau-Rot, was haben wir noch? Schwarz-Matt, Schwarz-Glanz, also ihr habt Gestaltungsmöglichkeiten. Bei den Farben gibt es Silber-Grau-Metallic-Struktur, Army-Black-Struktur, also wirklich standardgebürstet dann. Könnt euch nach beliebigen zusammenstellen, wie es euch am liebsten ist und das ganze Ding bestellen. Genau. Wir haben jetzt den Koffer hier. Ich stelle euch das Ganze mal vor. Wir gehen jetzt gleich mal in die Detailansicht, was es alles hier auf sich hat. Ich mache das Ganze mal hier auf. Wie es zu dem Koffer gekommen ist, das ist... Die meisten, die kennen das immer. Oh, wir wollen die Pfeife mitnehmen. Wie transportieren wir sie? Ja, das ist immer lästig, irgendwie die Pfeife in den Rucksack zu packen. Ja? Dann musst du da noch eine Wasserflasche mitnehmen. Du hast deinen Tabak dabei, du hast deine Kohle dabei, deinen Anzünder dabei. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, wir wollen das Ganze alles kompakt irgendwie in den Koffer reinbringen, dass du wirklich alles dabei hast. Ja? Und wir haben es wirklich umsetzen können. Ja? Also wir haben Tabakdosen dabei. Wie gesagt, das Mundstück ist alles dabei, komplett der Schlauch auch. Was Shishaya jetzt auch seit diesem Jahr auf der Messe hat und auch kurzzeitig mal vorgestellt hat. Wir haben eine Verschlusskappe rausgebracht, weil wie gesagt, lästige Wasser mitnehmen in der Wasserflasche. Genau. Fällt die einfach komplett weg. Ihr füllt daheim Wasser direkt in die Bowl, macht zu, nimmt sie mit und habt wirklich keinen Stress mehr. Ja, boah. Das kennt jeder. Ist sie irgendwo draußen unterwegs, oh scheiße, ich hab's fast vergessen. Ja. Sehen wir sie jetzt sofort in der Detailansicht, Leute. Ich würde sagen, stell euch das Ganze mal in der Detailansicht vor und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, wir kommen in der Detailansicht. So sieht das Ganze hier aus. Ein ganz normaler Koffer, Business-Koffer würde ich sagen. Das Ding ist,
auch stabil. Also es hält auch was aus. Ihr könnt das Ding auch mal fallen lassen. Wirklich, wenn was passieren sollte, da passiert im Inneren nichts. Das Ding ist halt wirklich kein 0815 Koffer, sondern ist wirklich von guter Qualität. Wir machen das ganze Ding auf und so sieht unser Inneres aus. Wir fangen, würde ich mal sagen, unten an, nämlich auf der Seite. Wir haben unten erstmal unsere Bowl. Ganz normal, das ist hier die kleine Shishaya Bowl, also noch kleiner als jetzt bei der Kairi, die wir schon gesehen haben bei dem Review. Das ganze Ding hat hier einen Deckel für das Transportieren vom Wasser. Wie der Tim gerade schon gesagt hat, ist das was Besonderes, denn das hat Shishaya wirklich nur selbst hier auf den Markt gebracht und hat auch nur Shishaya. Ihr macht das Wasser hier in die Bowl rein, nehmt euren Verschluss, macht das ganze Ding hier zu und schon kann das Wasser nicht mehr auslaufen und ihr könnt wirklich die Bowl mit dem Wasser gleich mitnehmen. Wir haben hier einmal unsere Carbonrauchsäule verstaucht, einmal unsere Base natürlich mit dem Kopfadapter unten drunter verstaut. Dann haben wir hier unseren Schlauch, den Taucher und dann kommen wir hier auch schon zu diesen zwei Behältern, einmal hier oben, einmal unten. Der Tim hat schon erwähnt, ihr könnt hier mit Tabak transportieren, Kohle transportieren oder ihr könnt das Ding auch einfach zu Hause lassen und hier ins runde Fach einfach dann euren Lotus mit rein tun, zum Beispiel. Hier haben wir dann noch ein Fach für unseren Tonkopf. Tonkopf, Kamin und Sieb, quasi ihr könnt euren Batscher mitnehmen, Tonkopf mitnehmen, alles was ihr braucht, Leute. Oben haben wir dann unseren Shishaya Teller, unser Mundstück und nochmal so ein Behälter. Das Mundstück ist jetzt hier etwas Besonderes, das ist jetzt das Neongrün, das ist eine komplett neue Farbe. Und wie schon gesagt, das Ganze ist ein Baukastenprinzip, das heißt, ihr könnt es euch wirklich zusammenstellen. Ihr könnt eine andere Farbe vom Mundstück wählen, eine andere Farbe von der Rauchsäule wählen, wie ihr es wirklich wollt. Auch den Teller könnt ihr natürlich selbst bestimmen, ob ihr jetzt den Standardteller wollt oder was anderes wollt. Also da könnt ihr wirklich eurer Fantasie freien Lauf lassen. Und ich würde sagen, wir sind hier durch mit der Detailansicht und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So Leute, willkommen zurück von der Detailansicht. So sieht das Ganze aus, wenn das zusammengebaut ist. Also quasi, wie ihr sie schon kennt, die Kylie, nur mit der kleinen Bowl. Perfekt zum Transportieren, perfekt zum Mitnehmen, überall rauchen. Einfach nur der Wahnsinn. Preislich beginnt das Ganze ab 260 Euro. Wie gesagt, das ist ein Baukastenprinzip, ihr habt halt Gestaltungsmöglichkeiten, dementsprechend die Grundbasis, das ist das komplett Standard gebürstet mit dem Schwarz-Carbon-Mundstück, liegen wir bei 260 Euro. In dem Koffer, also komplett alles drum und dran dabei, bis auf den Kaminaufsatz. Wir haben leider keinen eigenen Kopf, deswegen haben wir gesagt, okay, der ist nicht mit dabei, da sind rein Shishaya-Produkte drin. Und ja, aber das passt jeder normale Batscherkopf, passt da rein, also den hat eh jeder daheim irgendwo. So sieht's aus. Messe technisch Berlin und Frankfurt, seid ihr wieder am Start? Berlin auf jeden Fall. Es werden auch neue Produkte vorgestellt. Frankfurt sind wir auch wieder am Start, ist klar, das ist keine Frage. Das ist Heimspiel mehr oder weniger. Da müssen wir da sein. Also wie gesagt, es kommt einiges Neues auf euch zu. Berlin-Messe fängt es an. Es geht ins nächste Jahr rein, dass Shishaya wirklich diverse neue Produkte vorstellt. Es wird neue Pfeifen rauskommen, Zubehörs rauskommen. Kooperationsarbeiten werden, noch weitere Folgen mit anderen Herstellern, nicht nur mit Aeon, sondern auch mit diversen anderen Herstellern. Wir produzieren ja auch für andere Leute mittlerweile Pfeife, so wie die Quentin zum Beispiel. Das ist ja auch aus dem Hause Shishaya alles. Kennen die meisten Leute mittlerweile auch. Ja. Also es wird noch einiges kommen. Das wird nicht langweilig, keine Sorge. Hört sich auf jeden Fall super an, Leute. Wer Interesse hat, der kann auf jeden Fall am Messestand vorbeischauen, beim Tim ein bisschen Probe rauchen, ein bisschen testen. Aber jetzt kommen wir mal zur entscheidenden Frage. Wieso, weshalb, warum soll der Endkunde quasi euer Produkt kaufen? Im Endeffekt ist das dem Endkunden immer selber überlassen. Ja? Also Design kann man sich immer drüber streiten. Wir haben die weibliche Form gewählt, um auch die weiblichen Leute immer ein bisschen anzulocken aus der Shisha-Szene. Es gibt viele Frauen, die Pfeife rauchen, leidenschaftlich gerne Pfeife rauchen, sich aber nicht mit dem Produkt irgendwie involvieren können. Das passt alles nicht so. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir bringen was Kleines mal raus. Aber die Gestaltungsmöglichkeiten sind halt einfach da. Es ist ein Baukastenprinzip, du kannst aus einer kleinen Pfeife eine mittlere oder eine große Pfeife bauen. Also die Komponenten passen alle untereinander. Wie der Name das auch schon so mehr oder weniger sagen lässt, steckt da drin Shi und Shaya, ja, also das Weibliche, deswegen auch die weiblichen Rundungen in der ganzen Pfeife irgendwo.
Es wird was Neues auf der Berlin-Messe vorgestellt. Das ist dann das Gegenteil, würde ich mal sagen. Ich will nicht zu viel verraten. Also es sind auch neue Gimmicks drin, also neue Funktionen werden vorgestellt, was es so auch noch nicht gegeben hat auf dem Markt. Und halt das Gegenteil von derjenigen jetzt, also von dem Runden. Gehen wir mal ein bisschen weg und nehmen mal ein bisschen was anderes. Und warum sollte man Shisha ja kaufen? Das ist immer schwer zu sagen. Das hört sich immer blöd an. Kauf mein Produkt, wir sind die Besten. Ja. Wir sind made in Germany, komplett made in Germany. Ja, ob das das Glas ist, die Edelstahlkomponenten und das Carbon, das ist alles komplett in Deutschland produziert. Wir nehmen V4A Edelstahl. Wir achten sehr auf diverse Funktionen, dass es dem Endkunden noch leichter fällt, das Ding zu demontieren oder zu montieren, zu reinigen. Wir haben Borosilikatglas zum Beispiel. Das ist spülmaschinenfest. Ihr könnt auch wirklich kochend heißes Wasser da reinschütten. Das fragen mich einige Leute, kann man das wirklich tun? Ich sage immer, ja, tut es. Sie machen es auch wirklich und es passiert nichts. Das ist ein Laborglas, das darf nicht springen. Das ist Sicherheitsglas. Ja, im Endeffekt, jeder, der mit der Pfeife mal geraucht hat, ist davon überzeugt und wird es auch kaufen. Oder wie gesagt, das ist jedem selber überlassen, ob er sie kauft oder nicht. Aber man kann nicht direkt sagen, warum kauft man Shisha? Ja. Okay. Alles klar, Leute. Gut, ich würde sagen, das war es auch schon mal. Ein kleines Interview, so damit ihr die Person hinter Shisha kennenlernen konntet. Ich bedanke mich bei dir, Tim. Danke für die Einladung. Kein Problem. Und ich würde sagen, wir sehen uns spätestens an der Messe in Berlin. Vom 21. bis 22. Oktober ist die. Genau. Sehen wir uns da spätestens. Kommt vorbei, kommt am Stand vorbei, könnt das ganze Ding rauchen, testen, die neuen Sachen angucken. Ja. Ihr seid herzlich eingeladen, würde ich sagen. Auf jeden Fall herzlich eingeladen. Könnt gerne mit uns reden über neue Sachen, die Pfeifen testen, klar. Ansonsten würde ich sagen, sind wir raus. Wir rauchen jetzt noch ein Köpfchen. Das auf jeden Fall. Bis dahin. Macht's schön gut, Leute. Immer schön tasty bleiben. Wir sind draußen. Ciao. Macht's gut. Ciao. Ciao.